Hallo Leute und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Vlog von mir. Ich habe heute schon einiges hinter mir. Ich bin heute Morgen nach Münster gefahren, war dann eben noch einkaufen, weil ich absolut nichts mehr an Essen hier hatte. Und prokrastiniere ein bisschen gerade, muss ich ehrlich sagen, weil ich mich momentan meinem Erzfeind stellen muss. Dreimal dürft ihr raten, was das ist. Haltet gerne das Video an und kommentiert. Ihr habt natürlich vollkommen recht, es ist Chemie. Laut Physikumslernplan habe ich dafür genau 3 Tage Zeit. Einen Tag für anorganische Chemie, einen Tag für organische Chemie und einen Tag, der heute ist, für beides. Ich habe gestern angefangen damit und ich muss sagen, ich war echt so lost. Dementsprechend ist meine Laune momentan ehrlich gesagt auch nicht gerade die beste, falls es euch nicht schon aufgefallen ist. Weil ich einfach nichts mehr weiß. Beziehungsweise auch total vieles einfach nicht verstehe. Was mir vor allem schwer fällt, ist eben diese Stöchiometrie, beziehungsweise eben die Rechenaufgaben, die man so machen muss in Chemie. Ich kann das einfach nicht. Ich kann weder gut Kopf rechnen, noch kann ich gut Einheiten umrechnen, noch... Ich kann eigentlich nichts. Also so kann man es eigentlich auch zusammenfassen. Und ich saß dann gestern super lange da dran, habe gefühlt immer und immer wieder den gleichen Satz gelesen und ich habe ihn einfach nicht verstanden. Bin letztendlich zu dem Schluss gekommen, dass das reine Zeitverschwendung ist, was ich hier gerade betreibe und dass ich mich darauf fokussieren sollte, was ich gut kann. Und das, was ich mir noch gut aneignen kann, ist die Theorie. Ich habe dann also einen Plan ausgeheckt. Ich habe probiert, mich darauf zu fokussieren, nur die Theorie zu lernen. Habe das dann auch gemacht. Ich bin tatsächlich aber nicht meine Ankis durchgegangen, sondern habe versucht, mit unterschiedlichen Quellen mir das einfach nochmal zu erarbeiten, weil ich einfach glaube, dass Ankis zu viel Zeit eingenommen hätten und da Chemie ja doch eher ein kleines Fach im Physikum ist, muss man einfach seine Zeit weise einteilen. Und als ich dann fertig war, habe ich dann einfach mal aus Jux und Dollerei ein paar Altfragen gekreuzt und wollte einfach mal testen, wie gut ich damit fahre, den Mathe-Teil komplett rauszulassen und das alles nur zu raten. Sprich, ich habe letztendlich 50 Fragen gekreuzt, das war jetzt natürlich nur AC, habe wirklich jede einzelne Matheaufgabe geraten und habe dafür mein Bestes gegeben bei den anderen Fragen. Und siehe da, ich habe sage und schreibe 70% erreicht mit dieser Methode. Das hat dann meine Laune erheblich gehoben. Ich werde diesen Plan zumindest für Chemie jetzt weiter so verfolgen. Für Physik mal gucken. Ja, aber ich werde mich jetzt voll und ganz auf die Theorie fokussieren. Ich werde mir nicht versuchen, irgendwas an Mathe anzueignen, weil ganz ehrlich, Leute, ich glaube, es würde einen privaten Tutor und 2 Wochen Arbeit dauern, bis ich da wirklich fit drin bin. Und die Zeit habe ich einfach nicht. Und das ist es mir ehrlich gesagt auch nicht wert, weil ich andere Sachen habe, die wichtiger sind im Physikum. Heute, was steht überhaupt heute an? Ich habe noch überhaupt nicht reingeguckt. Schande über mein Haupt. Gucken wir mal zusammen. Ich ahne schon Böses. Ich sehe Säure-Basen. Okay. Das sind die AC-Themen für heute. Säure-Basen. Ja, natürlich Redox-Reaktionen. Und was sagt Organik? Okay. Also so ein bisschen so die Basics. Ich werde dann jetzt auch erstmal anfangen, weil wir haben, wie gesagt, schon Mittagszeit und ich habe noch nichts gemacht. Und ich wollte heute noch ein bisschen was in Kopf-Hals wiederholen, weil wir heute Abend zum letzten Mal zum Preppen gehen werden und ich natürlich diese letzte Chance noch nutzen möchte. Und wir haben uns eben überlegt, dass wir heute uns vor allem um den Hals kümmern, sprich Larynx. Auch immer ein Lieblingsthema von mir. Ja, wir hören jetzt auf mit der Prokrastination und fangen einfach an. Mittlerweile 14 Uhr. Ich bin jetzt fast fertig mit der Anorganik zum Glück und nutze jetzt die Gunst der Stunde, mir was zu essen zu machen. Ich habe nämlich Riesenhunger und ich habe noch was Leckeres von zu Hause mitgenommen. Wir haben nämlich letztens einen Nudelauflauf gemacht und den habe ich mir geklaut. Das Problem bei Nudelaufläufen ist ja echt immer, dass wenn man es schichtet, es alles super aussieht und sobald man es dann rausholt, sieht es so aus. Aber egal, ich habe ja schon öfter mal gesagt, mein Auge ist nicht mit. Ich stelle euch mal hier hin.
Ich wollte auch noch ganz kurz was ansprechen. Und zwar wollte ich mich ganz herzlich bedanken für das unfassbar positive Feedback zu meinem letzten Video. Das war ja durchaus, ich sag mal, ein kontroverses Thema, also das Thema mit den Ankis und meine Erklärung eben dazu, warum ich sie nicht teilen werde. Und ich hatte ehrlich gesagt auch ein bisschen Schiss, das zu posten, weil ich einfach nicht so ganz sicher war, wie die Reaktionen ausfallen würden. Aber es war wirklich überwiegend sehr, sehr positiv, sehr verständnisvoll. Außerdem haben mir viele Leute von ihren persönlichen Erfahrungen berichtet mit dem Thema. Und ich muss sagen, auf der einen Seite habe ich mich dadurch weniger alleine gefühlt, aber auf der anderen Seite hat es mich unfassbar traurig gemacht. Da haben mir teilweise Leute geschrieben, dass sie immer vermieden wurden von allen möglichen Leuten und dann nur eben zu Klausurenphasen gefragt wurden nach Zusammenfassungen und dem dann auch teilweise nachgegeben haben. Und nach der Klausurenphase hat sich dann wieder niemand bei ihnen gemeldet, bis sie letztendlich dann das nicht mehr gemacht haben und sich nicht mehr haben ausnutzen lassen. Und dann waren... letztendlich sie, die, ich sag mal, Buh-Männer, denen dann sozusagen die Schuld in die Schuhe geschoben wurde. Und das tat mir einfach unglaublich leid. Und bin im Nachhinein auch sehr froh, dass ich das angesprochen habe, weil ich es einfach wichtig finde, dass man über sowas redet und eben das nicht alles in sich reinfrisst. Vor allem eben, weil man dann eben auch sieht, dass man mit einer gewissen Thematik nicht alleine ist. Deswegen, ja, vielen lieben Dank an euch alle. Gut, ich schaue jetzt mal nach meinem Foodie. Mein Special Guest ist back. Und mein Akku geht gerade alle. Oh, scheiße. Warte. Okay, auf ein neues. Mein Special Guest ist back. Hello. Mit einem zweiten Special Guest. Guckt euch mal an, wie süß diese Lampe ist. Ich komme da nicht drauf klar und man kann die sogar noch heller machen. Oh, jetzt habe ich sie ausgemacht. Moment, nochmal. So. So. Das ist so sweet. Ich liebe die so. Mein Freund hat mir die geschenkt. Because I love ducks. Oh. Maxi, was machst du heute? Ich werde mich heute mit den Themen beschäftigen, die ich absolut zum Kotzen finde und immer vor mir herschiebe, weil ich in 2 Tagen meine Klausuren schreibe. Und eventuell sollte man sich diese Themen dann auch endlich mal anschauen. Eventuell. Es ist übrigens in Histo, männliche Geschlechtsorgane, in Neuroanatomie, Sympathikus, Parasympathikus, Nasenhöhlen. Was wollte ich denn sagen? Ach ja, was macht kurzes, die Esti heute? Die Esti macht ja Chemie. Chemie? Ich liebe besser als Chemie. Boah, ich freue mich schon wieder auf die Kommentare. Naja, auf jeden Fall, da bin ich jetzt hoffentlich bald auf jeden Fall mit Anorganik fertig. Da muss ich noch einen Teil von Organik machen. Also ich hoffe, was besser wird. Ich fand Organik besser. Nee. Nee? Ich fand beides schrecklich. Ja, vor allem, ihr müsst bedenken, ich habe ja theoretisch ein Semester vor dir angefangen. Das heißt, ich habe die OG Münster Chemieklausur noch miterlebt und musste diese schreckliche AC-Klausur schreiben. Und ich war eine der schlechtesten aus meinem Semester. Jedes Mal, wenn ich an den Gebäuden vorbeifahre, kriege ich Gänsehaut, weil ich diese Situation, wo man mit seiner Klinikgruppe saß und diese Antestate machen musste, so schrecklich fand. Wirklich, ich habe mich jedes Mal schon damit abgefunden, okay, heute passiert's, du fällst durch, kannst nach Hause gehen, alle lachen dich aus und schreien Buh. Oh Mann, okay, nein, wir wollen ja jetzt hier nicht komplett abziehen über Chemie, weil das habe ich, glaube ich, im ersten Semester. Wieso nicht? So. Im ersten Semester, das war alles, was ich gesagt habe in den Videos. Ich kann das nicht, ich finde es schrecklich. Ich habe sogar TikToks über Chemie gedreht. Stimmt, aber die sind voll gut angekommen. Stimmt. Ich kann ja hier mal eins einblenden aus meiner TikTok-Karriere. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Also ich habe das aufgegeben. Ich kann es nicht. Es ist bitter, aber ich kann es. Hashtag follow me on TikTok. Ja, auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, ist, dass ich heute meinen Preppen wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich streichen muss, weil bei uns noch ein Handwerker vorbeikommt und das ein bisschen unglücklich gelegt wurde. Genau, aber es ist recht wichtig, dass der heute kommt. Deswegen, ja, muss leider das Preppen wahrscheinlich daran glauben. Aber das tut nichts zur Sache. Dafür haben wir mehr Zeit, Kopf-Hals dann zusammen zu machen, weil wir eigentlich relativ ähnliche Sachen heute noch machen wollten. Und ja, dann ist einfach ein bisschen mehr Puffer. Außerdem haben wir Termine bekommen fürs freie Preppen. Ja, von daher wird das heute hoffentlich nicht die letzte Gelegenheit gewesen sein, weil ich muss definitiv irgendwie mir den Hals in Real Life nochmal angucken. Und was ich mir auch noch in Real Life angucken muss, ist der Brustsitus.
Weißt du, was wir uns eigentlich nicht wirklich mal in Real Life angucken müssten? Ein Mikroskop. Naja, wir machen uns jetzt mal ran. Because we need to hustle. I know, but I don't want to. Aber die Ente hilft mir. Das ist die Entergy. Entergy. Ente gut, alles gut, sagen wir immer. So Leute, ich bin jetzt mittlerweile, ich darf nicht immer so Leute sagen, Mann. Ich bin mittlerweile nicht fertig mit Chemie. Ich auch nicht mit Histo. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dass ich die drei Themen, die ich jetzt nicht bearbeitet habe, morgen mache, weil morgen tatsächlich mein erster reiner Kreuztag ist. Das ist im Lernplan von Via Medici so eingeplant, dass man irgendwann mal im ersten Drittel des Lernplans mal komplett kreuzt. Deswegen werde ich morgen höchstwahrscheinlich den ersten Physikumstag kreuzen und einfach mal gucken, wie ich da abschneiden würde. Ich will es ehrlich gesagt gar nicht wissen. Ich habe mich da ein bisschen schon. Also bei dir, bei mir nicht. Ja. Also ich habe mir auch überlegt, dass ich das dann vielleicht einfach mal hier teile mit euch. Wir wollten uns jetzt ein bisschen mit Kopf-Hals beschäftigen, weil Kopf-Hals ist, glaube ich, echt bei gefühlt allen Medizinstudierenden das Hass-Anatomie-Thema. Will ich jetzt mal so behaupten. Ich würde behaupten, es ist ZNS, aber Kopf-Hals gehört auf jeden Fall den Top 2. Boah, ich finde ZNS toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich letztes Mal im Preppen nochmal gemerkt, ich finde ZNS viel besser als Kopf-Hals. Dann kannst du mich ja nachher teachen. Und damit kommen wir auch zum Sponsor des heutigen Videos, und zwar Lecturio. Ich habe das, glaube ich, vor ein paar Wochen mal auf Instagram angekündigt, dass ich eine Kooperation mit Lecturio habe und dabei bin, deren Lernplattform auszutesten. Und ich hatte jetzt die Möglichkeit, seit ungefähr einem Monat dies zu tun. Und ich muss sagen, ich bin wahnsinnig begeistert davon. Lecturio ist eine Lernplattform, die, und das will ich direkt zu Beginn betonen, nicht nur für Medizinstudierende ist. Ganz viele unterschiedliche Studiengänge sind da vertreten. Für Jura zum Beispiel gibt es auch wirklich ein riesiges Repertoire an Materialien, was wirklich richtig toll ist. Und Rap-Kurse, genau. Auf Lecturio findet ihr eine Reihe von Videos und den dazugehörigen Materialien. Also da gibt es dann die Folien, teilweise auch Skripte, mit denen ihr euch dann die Themen sehr gut selbstständig erarbeiten könnt. Was natürlich vor allem im Online-Semester wirklich eine super Sache ist und auch wenn man sich auf große Prüfungen vorbereiten muss, so wie wir beide jetzt, weil wir haben ja momentan keine Kurse mehr in Präsenz. Heißt, ja, man muss sich irgendwie selber behelfen, man muss selber irgendwie, ich sag mal, die Disziplin aufbringen, sich wirklich da vorzusetzen. Ich nutze gerade den Physikums-Komplettkurs, um euch einfach mal eine Idee davon zu geben, wie ich das in meine Lernroutine integriere. Hier ein kleines Beispiel. Gerade wollten wir ja was für Kopf-Hals tun. Das sage ich jetzt jedes Mal für Kopf-Hals. Und mir hilft es total, dadurch, dass ja diese Themen, die ich momentan wiederholen muss, teilweise ein oder anderthalb Jahre zurückliegen, mir erstmal ein Video dazu anzugucken, um in dieses Thema wieder einzusteigen. Und allein dadurch kommt schon wahnsinnig viel zurück und dadurch spare ich mir super viel Zeit, wenn ich dann Fragen kreuze, wenn ich meine Ankis wiederhole, einfach weil es schon viel präsenter ist. Und ich habe einfach gemerkt, dass es für mich viel leichter ist, erstmal so eine Art Einstieg zu finden durch die Videos, anstatt sofort Ankis durchzugehen, weil die erstens teilweise sehr durcheinander sind und nicht mehr chronologisch und zweitens, weil ich halt teilweise so wenig noch von den Themen jetzt so rein aus dem Stegreif heraus weiß, dass es mir eigentlich gar nicht wirklich was bringen würde und ich erstmal mir meine Ankis von neu aneignen müsste. Ich finde es wirklich super, super gut und ich vergleiche das immer so ein bisschen, wenn ich Leuten das erklären möchte, damit, dass es so ein bisschen ist wie privater Einzelunterricht. Ja, also genau so kann man sich das eigentlich vorstellen. Ja, wirklich. Und die Videos sind auch wahnsinnig detailliert und sie haben Timestamps, was ich sehr gut finde, weil ich manchmal gewisse Themen zum Beispiel nicht brauche oder überspringen kann. Genau. Also, dass ich mir dann wirklich auch rausfiltern kann, was ich jetzt brauche und was nicht. Man muss natürlich auch hier sagen, wie bei allen Lernmethoden, dass es eine Typsache ist. Aber ich kann es euch wirklich wärmstens empfehlen. Probiert es aus. Und natürlich habe ich auch einen Rabattcode für euch. Und zwar gibt es 50% mit dem Link unten in der Beschreibung. Also, falls ihr ebenfalls für ein Staatsexamen lernt oder falls ihr auch so vielleicht im Online-Semester struggelt oder vielleicht mit den eigenen Vorlesungsmaterialien aus eurer Uni nicht so gut klarkommt,
probiert es aus. Und natürlich vielen lieben Dank an Lecturio dafür, dass sie dieses Video gesponsert haben und dafür, dass ich deren Lernplattform benutzen und ausprobieren durfte. Da kann ich mich wirklich nur anschließen, denn es hat mir schon in 2 Klausuren wirklich den Hintern gerettet. So, thank you very much! Dazwischen habe ich den transklaudischen Raum und hier sackt er sich aus und das nennen wir wie? Das ist der Ventriculus laryngeus, die Morgani-Tasche. Das versteht man viel besser, wenn man sich nicht so angst anguckt. So, wir sind fertig mit dem Larynx-Video und wollten uns jetzt noch ein paar Ankis abfragen. Ich stelle das jetzt mal hier so drauf, weil irgendwie, ich weiß auch nicht warum, irgendwie ist das Licht heute außerordentlich dunkel und non-existent. Aber das sieht immer noch schlimm aus. Sorry. Ja, ne? Das ist irgendwie so, als wäre die Kamera beschlagen. Ja, ne? Moment. Aus welchen Bestandteilen besteht das Kehlkopfskelett und auf welcher Höhe liegt es ungefähr? Ich habe das lateinische Wort für Knorpel vergessen. Cartilago. Cartilago, Thyroidea, Krykoidea, Epiglottis, dann der Ari-Knorpel, Cartilago, Ari, irgendwas. Thyroidea. Okay, also die Karottes zweigt sich ja auf HWK 4. Und mein Prominentia hier ist der 7. 5? Ja! Whoop. Wie heißt der Spalt zwischen rechter und linker Stimmlippe? Wie wird er gegliedert? Spalt. Meinen die damit diesen transglottischen Raum? So. Worauf wollen die hinaus? Vor allem die. Ich habe die Karteikarte geschrieben. Okay, worauf will vergangene Esther hinaus? So Leute, wir haben gerade gecheckt, dass einfach Maxis Handy besser im Dunkeln aufnimmt als meine fucking teure Kamera. Ich hoffe, mein Vater sieht das Video nicht, weil ich habe ihm das Gegenteil erzählt und es wäre nicht schön, wenn ich den Preis nicht mehr rechtfertigen könnte. True that. Auf jeden Fall machen wir jetzt weiter. Komm mal. It's on camera. Ich weiß. Innervation des Larynx. Also, wir haben auf jeden Fall den Nervus vagus, davon abgehend ein Nervus laryngeus superior. Der teilt sich in einen Ramus internus und externus. Der internus zieht durch dieses Foramenmembran, auf jeden Fall da, ne? Ja, du weißt, was ich meine. Gesundheit. Und das innerviert dann eigentlich nur die Schleimhaut sozusagen überhalb der Stimmritze und die Drüsen und so, parasympathisch. Mhm. Okay. Kleines Experiment. Wir haben gerade gelernt, dass man spricht, wenn man ausatmet. Ist ja auch irgendwo logisch, ne? Merken wir ja auch gerade. Auch beim Singen merkt man es, glaube ich, oder? Ja. Wenn du zum Beispiel so einen langen Ton singst oder so, dann... Ja, ja. Wenn du... Am Ende... Ja. Wir haben jetzt aber mal getestet, ob man auch beim Einatmen vielleicht... Man kann. Spoiler. Hi, Maxi. Wie geht's? So geil. Was geht ab? Toll, das kommt davon. Wenn man zu viel Spaß bei Larynx hat. Ich kann nicht normal reden können. Solche Momente sind gut, weil man sich die nämlich einprägt. Wenn du dann im Physikum sitzt und dich fragst oder da gefragt wird, wie war das nochmal? Ist es Inspiration oder Expiration? Stell dir vor, du sagst es einfach laut, um es zu testen und alle denken, du bist so mega in einer Weise. Oh, das ist ein funny Anatomie-Fact, den wir mit euch teilen wollten. Okay, weiter geht's. Ja, wir sind mittlerweile durch mit... Nein, wir sind nicht durch. Doch, mit den Nerven. Ja. Mit unseren Nerven. Ich wollte gerade sagen, mit welchen Nerven sind wir durch? Wir haben gerade, finde ich, ziemlich erfolgreich noch ZNS wiederholt. Ich muss sagen, du konntest die Gefäße wirklich sehr, sehr gut. Dafür, dass ich sie nicht mal gelernt habe? Ja, wirklich. Also ohne Scheiß, ich war richtig impressed, wie gut du das gemacht hast. Und ich persönlich bin der Meinung, Gefäße sind die halbe Miete. Gefäße sind sehr wichtig. Ich hoffe mal, weil dann reicht es vielleicht für die 60%. Ja, und wir hatten dann... Wenn das Video rauskommt, dann wissen wir schon, ob ich bestanden habe oder nicht. Ich würde sagen, drückt ihr rückwirkend die Daumen. Und schaut auf meinem Kanal vorbei. Ich lade safe einen Vlog. Wobei, wenn ich durchfalle... Doch, eigentlich doch. Ja. Aber vielleicht dann nicht am Sonntag. Aber es ist auf jeden Fall vorbei. Alter, das ist für mich fast genauso viel mentaler Stress wie für dich. Weil ich halt so voll weiß, was da dran hängt. So für dich. Für uns. Auf jeden Fall verbringen wir morgen zusammen einen Bip-Day. Freue ich mich auch.
schon sehr drauf. Ich mich auch, mega. Ich werde morgen um 6.30 Uhr auf der Matte stehen und bei dir anklopfen. Du hast morgen noch einen Termin um 9, das darfst Stimmt. du nicht vergessen. Scheiße. Aber danach darfst du kommen. Okay. Sehr gerne. Sleep tight, Party People. Maxi kann kein Histo, wieso auch immer. Maxi kann kein Chemie. Doch. Wieso auch immer. Du kreuzt wenigstens 60%, ich nicht. Ja, mit Raten. So Leute, wir sind auf dem Weg zurück zur VIP. Ja, für mich steht jetzt der Kreuztag an. Heute werden 160 Fragen gekreuzt, also ein ganzer Physikumstag. Oh, sorry. Ah, oh nein, so ist mein Arm fällt gleich ab. Egal. Genau, also es wird ein ganzer Physikumstag gekreuzt und ich bin sehr gespannt, wie das läuft. Ich auch. Ich bin mir sicher, dass es gut laufen wird. Let's hope so. Hier sind wir heute am einen Tag kreuzen pur. Das einzige Problem, sag ich mal, ist, dass heute all das abgefragt wird, was in den vorangegangenen Tagen dran war im Lernplan nach Via Medici. Wie ihr wisst, ich habe meinen eigenen Lernplan erstellt, der nicht ganz der Reihenfolge von mir Via Medici entspricht. Dementsprechend habe ich zwar schon einiges gemacht, ich werde das gleich mal zeigen, aber auch einige Sachen, die erst viel später drankommen und dafür ein paar andere Sachen wiederum nicht. Von daher weiß ich nicht so ganz, wie repräsentativ das gleich sein wird, weil dann doch einige Themen dabei sein werden, die ich noch gar nicht gelernt habe. Aber ja, wir werden sehen. Damit ihr mal seht, was ich meine, also das, was hier so markiert ist, entweder in grün oder rot, das ist das, was ich eben schon gemacht habe. Dazu gehört hier obere, untere Extremität, Kopfhals, ZNS, Histo ein bisschen was, Bio habe ich komplett gemacht. Genau, und Chemie jetzt so halb. Was ich aber zum Beispiel gar nicht gemacht habe, ist halt Situs zum Beispiel. Aber ja, da hoffe ich, dass ich vielleicht ein bisschen was einfach so noch weiß. Hoffentlich. Rate. Ich sag 78%. Ja! So ein Scheiß. Oh, was hast du für ein Talent? Ich wünschte, das hätte ich ein bisschen auch beim Raten. Rate mal, was mein bestes Unterfach war. Physik? Es gab nur eine Frage dazu und die habe ich anscheinend richtig geraten. Oh, wow. Rate mal von den nicht geratenen, was da das Beste war. Nee. Bio. Echt? Ja. Na gut. Okay, ich entschuldige mich für das schreckliche Licht hier, aber wir kennen es mittlerweile nicht anders. Ich glaube leider, dass ich an meiner Kamera irgendwas umgestellt habe, weswegen das jetzt irgendwie alles sehr dunkel und sehr kriselig ist. Egal. Ich wollte eigentlich nur noch mal kurz was sagen zu meinem Kreuztag. Und zwar wurde mir gesagt, dass ich monoton geklungen habe. Als ich mein Ergebnis präsentiert habe, ne, und wollte damit eigentlich gerade nur noch mal
ja, das ein bisschen aufklären, dass ich mich natürlich sehr gefreut habe über die 78%, weil bestanden ist bestanden und ich glaube, das sollte das Motto sein fürs Physikum. Ich habe mir persönlich nicht wirklich, ich sag mal, eine Note allgemein gesetzt. Das Einzige, was ich schön fände und erstrebenswert fände, wären 80% im schriftlichen Physikum. Also da wäre ich wirklich voll und ganz zufrieden, wenn ich das erreichen würde insgesamt. Was das Mündliche angeht, kann ich zu schlecht einschätzen, als dass ich da irgendeine Prognose aussprechen könnte. Und ja, da sind 78% ja schon recht nah dran. Ich war sehr positiv überrascht, vor allem von den Histo-Fragen tatsächlich. Das hätte ich nicht gedacht, weil, wie gesagt, ich bin nicht der größte Histo-Mensch. Und ja, dafür hat es eigentlich echt ganz gut geklappt. Das, was wirklich grottig war, das war Embryologie, da muss ich gefühlt nichts mehr von. Aber ja, ich meine, wenn man jetzt in einer Sache schlecht ist, dann ist das nicht so dramatisch. Genau, von daher würde ich sagen, war es ein recht erfolgreicher Tag. Wir haben jetzt gerade noch lecker gegessen und ja, werde dann gleich noch ein bisschen was für YouTube tun und damit auch dieses Video beenden. Vielen lieben Dank fürs Anschauen. Falls euch das Video gefallen hat, wie immer, gebt gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal und abonniert natürlich auch Maxis Kanal, wie immer in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, bleibt alle gesund und munter und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!